Jo, meine Freunde, seid mir gegrüßt. Willkommen zu Minecraft mal wieder, meine Survival-Welt hier. Und seht mal, da ist eine Pilzinsel, die können wir normalerweise eigentlich auch nicht von hier sehen. Und da hinten, wir können unsere Eisenfarm von hier aus sehen. Ja, wie kann denn das sein? Ja, meine Freunde, wir spielen jetzt erstmalig auf der PS5-Version. Ja, man kann die Welten tatsächlich konvertieren. Von der 4 auf die 5. Und es regnet gerade. Und man kann hier mit größerer Sichtweite irgendwie spielen, scheinbar. Ich hab die 4-Version noch gar nicht versucht, auf so einer Sichtweite hier zu spielen. Und ja, ich kann jetzt, wie gesagt, ihr könnt von der Base aus jetzt die Eisenbahn sehen und tatsächlich von hier aus sogar schon die Dingsfarm. Ist schon wieder ein scheiß Enderman hier unterwegs gewesen. Die Gunpowder Farm, die Creeper Farm. Sache an sich. Like Platz, ja. Ja, ich habe hier ein bisschen was bei. Wir wollen gleich noch ein bisschen rumbasteln. Ich glaube, ich brauche noch Wolle. Ah, nee, nicht unbedingt. Finde ich schon ganz cool, dass wir jetzt unsere Farben und so sehen können. Ja, es gibt nicht wirklich große Änderungen. Wir haben jetzt die Bundles in den Farmen, die in der PS4-Version nicht ging, aber auf der PS5-Version geht es. Aber halt nur im Experimental-Modus. Die sind ja immer noch nicht offiziell. Aber die werden wohl offiziell reinkommen wahrscheinlich. Und es gibt ja, wie gesagt, Neuigkeiten. Ja. Oh. Gibt ja. Wurde ja angekündigt, ein neues Biom, so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie hieß denn das, irgendwie Spukwald, so eine Art fahler Wald, glaube ich, heißt das oder so. Da gibt es auch neue Bäume, fahle Eiche oder sowas, die ganz ja, hell sind, fast weiß. Und da gibt es einen neuen Mob, so ein, keine Ahnung, der halt nicht verwundbar ist und der uns angreift, wenn wir ihn nicht angucken. Also genau das Gegenteil vom Enderman. Der Enderman greift ja an, wenn wir ihn angucken und der greift uns halt an, wenn wir weggucken. Und den können wir halt nur besiegen, wenn man so einen bestimmten Block abbaut, der in den Bäumen versteckt ist. Ja, ich ernte ihn wieder mal so ein bisschen ab. Kann ich schaden. Aber keine Ahnung, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann es kommen wird. Das habe ich noch nicht gehört. Ich war ja jetzt vor, weiß ich, 2-3 Wochen oder so, diese Minecraft Live-Con oder weiß ich, wie das heißt da. Minecraft Live-Dings, wo sie das ein bisschen vorgestellt haben. Ja, wie gesagt, von dem Film habe ich, glaube ich, schon erzählt. Dann wird ja auch einen Minecraft-Film geben mit Jack Black als Steve. Was der ja nicht besonders gut aufgenommen wird, weil er halt ja reale Menschen, also ein Realfilm mit, ne, also ein Live-Action-Film wird. Ne, und viele haben gesagt, Monsterjäger. Ja, ich krieg jetzt wieder alle Dinger neu, weil gesagt, die hat natürlich ihre eigenen, aber wir haben nicht gekriegt von den vier, okay, ihre eigenen Trophäen. Ja, ich musste hier ein paar Blumen neu pflanzen, die sind inzwischen gewachsen. Weil hier immer noch irgendwie Monster raufkommen, ich weiß nicht. Hier müssen auch irgendwie Monster reingekommen sein, weil da unten war ein bisschen Zombiefleisch und Skelettloot drin. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwie an den. Ich habe das jetzt hier nochmal geändert. Ich habe hier einen Block weggenommen, hier auch noch vorher noch einen Grasblock. Und wenn hier ein Grasblock ist, dann verbindet der sich und dann kann auf dem.
Verbindungsstück kann man dann darauf springen und wahrscheinlich sind die darüber, deswegen darüber gekommen. Ja, die Kiste ist auch schon so gut wie voll. Aber hier fehlt auch schon wieder ein Block, ey. Ich hasse diese scheiß Endermänner, ey. Aber das ist ein bisschen unschön, dass die Endermänner halt immer zu irgendwo Blöcke rausreißen. Naja, hier schon wieder Zombie-Scheiße drin. Das gibt's da ja nicht. Ich ruhe schon fast voll. Ich glaube, ich muss das mal umbauen. Oder das irgendwo anders hinleiten oder so. Mal gucken. Wie kommen denn hier Zombies rein? Können die hier drin, eigentlich können die hier nicht drin spawnen, oder? Oder muss ich da noch irgendwo dicht? Ah, die sterben, die würden ja nicht sterben, oder doch, doch durch Feuer, durch das Licht. Aber kann ja eigentlich sein, leuchtet die Fackel nicht bis da runter, die von da oben. Ich meine, die können theoretisch, ich meine, man kann hier rüber springen. Springen die hier rüber? Ich weiß nicht. Aber vielleicht mache ich nochmal den Block da noch weg. Aber eigentlich springen die doch nicht so. Mal den Block auch noch weg. So. Ich weiß nicht genau, wie das kommen kann, dass hier Monster hinkommen. Aber ich weiß, normal springen Monster doch eigentlich nicht über so Lücken, oder? Hier müsste ich vielleicht auch noch hier. Hier ist auch noch so eine Stelle, wo man rüberkommt. Ja, mach ich den Block auch noch weg. So. Da machen wir die Lungen noch. Ich habe jetzt ein neues Headset, mal wieder. Weil, ja, das andere, ich hatte jetzt irgendwie so ein Turtle hier, wo heißt das, glaube ich. Benutzt wird. Aber mal sehen. Weil ich dann halt den Stein hier eigentlich verbrennen muss. Ja, hier sind die Hühner. Aber hier muss ich aufpassen, dass nicht zu viele werden. Ich kann ja schon mal so viele. Und
Neulich hatte ich tatsächlich den unwahrscheinlichen Fall, dass vier Hühnchen aus einem Ei rauskommen. Aber warum wachsen die Melone? Ist zu weit weg, das kann ja eigentlich nicht sein, oder? So weit ist es doch gar nicht weggekommen. Wunderbar. Die wachsen doch eigentlich relativ schnell, die Melone. Was ist denn das? Schon ist die eingestellt. Ich kann hier nicht ändern, okay. Vielleicht werde ich mal auf 8 Chance einstellen. Die. Weil ich weiß, was halt passiert. Aber hier hinten scheint es nicht so besonders gut zu wachsen. Dann mache ich nachher, das muss ich jetzt nicht extra machen. Wir haben jetzt 10. Schon wieder ein Ei eingesammelt. Relativ schnell auf die Melone. Eigentlich soll das nicht so lange dauern. Ich will wachsen natürlich keine. Ne? Wobei ich hole ja von da unten, weil ich habe doch noch genug drin. So ein Ei. Ja, ich habe hier unten kistenweise Eier auch noch drin. Ne? Eigentlich brauche ich gar nicht so viel Hühner, aber. Ja, die sind alle mal gestorben, weil da mal ein Blitz eingeschlagen ist. Ich weiß gar nicht, ich hoffe mal, dass der Blitz ableitet geworden. Ich weiß gar nicht, wie viel Chance Umkreis der macht, aber ich habe ja jetzt da hinten da mal ein Blitz ableitet geworden. Der müsste eigentlich das abdecken. Also ich denke mal, mindestens 3x3 Chance wird der abdecken oder so. Weil da hinten ist ja auch. Da war ja auch noch ein Baum, da ist ja, der ist auch abgebrannt durch den Blitz wahrscheinlich. Und wie das hier, da sind mir zweimal, hat mir ein Blitz hier die Hühner weggeballert. Da war jetzt Blitzableitung, auch hier am Haus habe ich, aber das ist schon länger, habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt. Ja, hier habe ich meine Bienenform etwas verändert. Hier habe ich jetzt die Reihen durchgezogen, noch ein Glas nach oben. Aber trotzdem stecken die manchmal noch. Trotzdem hier in der Ecke irgendwie fest. Ganz komisch. Sollte eigentlich nicht passieren, aber ich habe ja noch mehr da drin, weil, wie gesagt, an den Bäumen wachsen oder an den Bäumen spawnen gelegentlich. Hier, wenn ich neue Bäume pflanze, spawnen gelegentlich. Ein Bienennest immer noch dran, aber das ist egal. Und ja, könnten auch eine viel größere Uniform. Ich weiß nicht, brauche ich nicht so eine große Uniform. Ich werde jetzt demnächst. Ja, ich werde euch auch gleich zeigen, noch mit gewachsenen Kupferblöcken ein bisschen arbeiten. Aber ja, ich habe ja eigentlich genug Honig. Hier. Dann tauschen wir das einfach um. Nee. Hier hat gewachsen, ey. Zack. Ja, und hier habe ich glaube ich auch gezeigt, ne, hier habe ich jetzt einen Komposter angebaut, weil wieder ihr kennt das hier unten so viel alles voller Kürbisse, die kriege ich ja niemals alle vorhanden und ich brauche jetzt hier die 10.000 Kisten mit Kürbissen machen, also. 1, 2, 3, 4. Die ist schon wieder voll. Die ist auch schon wieder voll.
Aber hier hinten trinke ich noch nicht ganz voll. Nee, also, ne, also den brauche ich einfach nicht. Das ist völlig übertrieben. Und wie gesagt, ne, das ist keine allzu mega große Farm hier. Ne? Guckt euch das mal an. Ne, das sind 8 in der Breite und ich weiß gar nicht. 2, 4, 6, 8, 10 in der Länge oder so. Ne? Also und ihr seht, wie hier die Kürbisse, ne, wachsen. Also das ist Wahnsinn. Da, schon wieder einer. Also, zack, schon wieder. Also, und schon wieder. Hört euch das an, wie schnell die wachsen. Das ist Wahnsinn. So viel Kürbis kann man gar nicht verhandeln. Da müsste ich viel mehr Bauern noch machen. Ich meine, gut, man könnte natürlich sagen, okay, machen wir noch etliche Bauern, aber ich brauche nicht so viel Zeug. Ne? Im Moment, ich meine, manchmal schon, wenn man mal wieder alles verliert oder so, aber. Im Moment. So. Okay, kann ich einsammeln. So, einmal die Kürbisse. Zack. So, jetzt kann ich die erstmal einsammeln. Zack. Rühren. Und. Ah, nee, ist noch nicht. Bleibt jetzt hier noch Kürbisse oder Melonen warten. Scheiße, glaube ich, sind. Na egal. Wir könnten auch die, aber ach so, egal. Kann ich die höchste Ziel bloß machen. Wir können nochmal kurz gucken. Manchmal nehmen die Golems Schaden. Ich würde gerne wissen, wodurch. Ob sie manchmal Endermänner erscheinen, die die angreifen oder so. Ich weiß nicht. Weil hier sind ja 3 hoch. Ich kann ja Endermänner erscheinen. Also sehr unterschiedlich. Ne? Manchmal kriegt man ja mit der Glücksspitzhacke extremst viel raus, aber manchmal auch halt nicht. Ja, ich habe hier die Dinger wieder immer alle zusammengekräftet zu einem Blöcken, also zu einem Stack Blöcke. Ich mache immer 9 Stück, da gibt es immer 1 Stack Blöcke, also 9 Stacks Emeralds, 1 Stack Blöcke, 4, ja, 1 Stack Blöcke und macht sich immer ganz gut so. Ja, ich finde es ganz cool, dass es endlich eine PS5-Version gibt. Mal sehen, was da noch so passieren wird. Ja, andere Thema, wo wir noch vielleicht drüber sprechen können. Es gab ja jetzt vor 2-3 Wochen Switch 2 Leaks, die aber wohl als nicht so, ja, um diese Lampe wird es unter anderem gehen.
Weil ich will jetzt mein Ding mal ändern. Ich bin am Überlegen, ob ich Mann. So, der muss. Aber dann. Theoretisch wird doch reichen, wenn wir nur den Dings. Daran setzen würden, oder? Ja, der verbindet sich da, nee, das ist nicht gut, nee. Lampe. Hier noch mal ein Stück Wolle. Ah, Redstone hier auch weg. Überlegt, ob ich das auf der anderen Seite auch noch mal machen sollte, weil dann wäre halt immer von innen und außen her öffnenbar. Jetzt so offen, ne? Ich brauche dann einen Beobachter, ich brauche ein einfaches Signal.
Ja, das mache ich auch nochmal. Ich muss mal kurz das Zeug mitbringen. Ja, hier habe ich überall schon Hebel dran gebastelt. Ich denke darüber nach, ob ich das noch umbaue, dass man das halt von jederzeit von hin und außen öffnen kann. Ah, hier ist sogar noch grüne Wolle. Dann leg mal die blaue Wolle auch noch dazu. So. Ja, das ist eine gewachste Kupferlaterne. Die wird also nicht oxidieren. Ja, wie gesagt, ich habe. Wie gesagt, ja noch vor, ein bisschen was zu bauen mit Kupfer. Ja, wir den auch habe ich ja euch gezeigt gehabt. Ich glaube, die haben wir gemeinsam fertig gebaut oder so. Ne? Ich weiß gar nicht. Ja, hier wieder habe ich alles ein bisschen Schönheit gemacht. Alle. Ja, wie gesagt, das geht leider nicht anders, weil da hinten der Boden ist halt von dem anderen Raum und die, ja, ich könnte jetzt hier noch auch Steine vorsetzen, aber ich denke, das ist okay, so was soll's. Ist nicht perfekt, aber ist okay. Und so. Ja, hier, ja. Die ganzen Dinger und so weiter. Das sollte alles recht gut funktionieren. Ja, ich habe jetzt hier oben angefangen weiter zu bauen. Oder den Fernseher zu bauen. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Mag nicht ganz perfekt sein, ich weiß es nicht, aber dann haben wir hier so einen Raum mit so einem Schacht drin. Ja, man muss aufpassen, man sammelt die Dinger gerne mal ein. Habe ich noch hier auf der Hand. Ja. Ich habe jetzt hier beim Bauen die dauernd eingesammelt. Die Farm ist gerade aktiv, weil ich ein bisschen verbrannt habe. Ich musste das hier nochmal ändern, weil weil ich festgestellt habe, dass die Fackel war ja ursprünglich vorne dran und der Block, der war dann hier, ne? Und da habe ich festgestellt, dass, wie war denn das? Dass die Fackel das Signal hier irgendwie angemacht hat. Also, dass sie sich sozusagen selber befeuert hat und dann ist halt irgendwann angeblieben und ja, ist irgendwann ausgegangen irgendwie oder so und naja, keine Ahnung. Aber jetzt sollte wieder funktionieren. Ja, das ist leider schade, dass das manchmal da oben drauf liegen bleibt auf den Bambusdingern, aber ja, ist egal, die Farm funktioniert gut genug. Ja, hier ach so, na jetzt hier. Ach so. Ich glaube, die waren eh zu tief gebaut, wa? Naja, ist ja nicht so schlimm, dann ziehen wir hier halt auch Theorie drin und dann ist gut. Vielleicht wollte ich hier oder hier noch eine Lampe reinziehen, so drin machen, damit nicht so dunkel ist. So. Und mal gucken. 1, 2, 3. Also genau nebeneinander, ne? Na,
Dann machen wir hier eine und hier eine so. Passt. So, 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 so. Ja, ich muss aufpassen, ich nicht zu lange mache. Ja, ein bisschen Zeit ist noch. Wenn ich nicht hier so spät zum Mittag komme, gibt es da euch Kassler. Salzigen Kassler. So, 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 und so. Oh, warum setzt der die manchmal so komisch ganz woanders hin, als er eigentlich soll? Oh, schon wieder, ey. So, so, so. Zack, so. Aber warte mal, hier fehlen noch ein paar Stufen, sehe ich gerade. Habe ich noch welche auf der Hand? Nee, die habe ich wieder nach unten gebracht, ne? Ah, dann mache ich jetzt schnell zwei, warte. So, einmal Diorit. Ja, die Säge hat halt den Vorteil, Nico, dass man halt zum Beispiel, wenn man halt aus einem Block auch einen anderen rauskriegt, außer bei den Stufen, da kriegt man natürlich zwei raus. Das ist sehr Material sparen. Ne? Aber hatte ich die nicht schon gesetzt gehabt? So. Ja, ich denke, sieht doch ganz gut aus. Jetzt hier noch ein bisschen Taftziegel. Warum muss ich den immer so dumm hinsetzen? So. Sehr schön. Ja. Ja gut, man hätte jetzt auch so daran sitzen können, dass das jetzt so ein bisschen wie eine Ecke aussieht. Ich weiß nicht, würde das besser aussehen? Wenn ich das als Decke daran setze? Naja, nicht wirklich, nee. Rumgeht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache und in welcher Höhe. Aber wahrscheinlich auf der oberen Höhe, damit man also auf diese oberen Dinger darauf kommt. Ja, aber könnte man leider auch. Ich denke mal, ich werde so einen Umlaufsteg hier rumbauen. Wenn an den meisten Stellen würde hier sogar zwei breit gehen, außer hier. Vielleicht mache ich das dann so, dass ich. Ja, mal gucken, überlege ich mir noch. Das muss ich auch ein bisschen überlegen, wie ich das genau mache. Ja, hier jetzt halt über Laternen, nicht die blauen Lampen, weil ich komme jetzt hier bei dem anderen, bei den Rest eigentlich halt für die Seelaternen entschieden. So, ja, ich denke mal, sieht ganz gut jetzt aus. Finde ich. Ja, ich habe überlegt, vielleicht, dass man vielleicht noch einen höher irgendwie setzt oder so, aber ich denke, das ist schon ganz okay so. Sieht halt aus wie so ein, ja, das Portal, finde ich, sieht ganz nett aus. Was ich jetzt noch machen möchte, hier noch ein bisschen weitermachen. Weil das soll natürlich auch noch ein bisschen schöner werden. Aber das mache ich irgendwann anders. Hier ist jetzt schon Diorit an der Wand.
Aber ich denke, gut, die anderen werden aufhören, andere werden auch noch gerne alles machen mit Diorit. Und. Irgendwo hier. Ja, genau hier. Hier kommt noch eine Leiter, dass man von hier aus auch rinkommt. Ja, hier ist der Boden jetzt auch aus Diorit. Weil die Decke halt, weil die, halt die Decke ist von dem Raum da unter. Und darum wird wahrscheinlich der Rest auch aus Diorit werden. Ja, mal gucken, jetzt mache ich denn alles noch. Ja, ist bald wieder soweit, dass es wieder aufhört, die Farm. Ne? Gucken wir jetzt. Ah, in den Stromschlag bauen und dann hat er den erreicht. Dann dürfte nicht mehr allzu viel sein. Ja, hier kommt noch eine Leiter her oder sowas. Und dann, wenn man hier auch hochkommt. So, ich kann noch einen Block hinsetzen. Sieht vielleicht schöner aus. Ja, ja, also ich denke mal, ne? Ja, ich bin über. Ich denke, ich werde es noch so machen. Ich werde hier einen Beobachter hinsetzen, der beobachtet, weil das dürfte ja nur Einschalten-Signal, Ausschalten-Signal sein. Der macht dann halt hier, okay, hier muss noch ein Brett hin, damit es noch was aussieht. Da kam sogar eins auf der Hand. Sehr schön. Zack. So. Und. Ja, ich könnte da auch noch eins unterbauen müssen. Ne? Weil ich muss die hier sowieso wegmachen. Dann mache ich genau wie hier. Das hier. Drei blaue Dinge. Und das wird. Da habe ich hier einen Target-Block genommen. Bei der sich automatisch mit dem Redstone verbindet. Ne? Bei der Lampe hätten wir wieder irgendwie ein Kabel da irgendwie an die Lampe ranlegen müssen oder irgendwas. Ja, man hätte natürlich auch bauen können, dass der Bohrer noch hier zeigt und den Kabel dann so lang liegen. Ja, egal, jetzt ist es jetzt so wie es ist. Ja, ich denke, den Weg noch machen. Dann kann man das halt von außen und innen jederzeit öffnen und schließen. Also auch ganz nett, wenn die Base noch mal aussieht, ne? Ja, hier ist noch ein bisschen Kupfer drin. Aber für die Gitter braucht man aber Kupferbarren, also da nutzen die Blöcke nicht allzu viel. Aber zum Lagern ist das schon besser. Ja, wie hat die Idee, dass man halt gleich alles in. Ja, das finde ich ist jetzt. Also, ne. Ja. Das mit dem. Mit der Arbeiter, hier mit dem Autocrafter, das ist schon eine coole Geschichte. Ja, die ist ja, läuft ja gerade, hatte gerade Kräftetech 12 angefangen. Ne, hier mit diesen Autocraftern. Das ist schon eine coole Sache. Ich meine, ja, vielleicht ist es nicht, noch nicht ganz perfekt. Weil ich denke mal, man hätte vielleicht das irgendwie machen können, dass man da mal die Einstellung hat. Wenn man, guckt euch mal die Mods an, ne, die haben ja auch so Blöcke, wo man ringehen kann. Und da kann man auf viele Dinge einstellen und so weiter. Und hier, ja, hast du einfach bloß, kannst einstellen, wie viele Dinger blockiert sind oder nicht. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht. Also
Zum Beispiel, dass man den Werkstoff bestimmen kann, der da reinfallen soll, dass man das Rezept zum Beispiel einmal einstellt, welches man haben möchte, und dass er andere Werkstoffe gar nicht an. Also, dass man hier eine Trichterreihe rüberlaufen lassen kann und das halt nur den Werkstoff durchlässt, den er braucht. Also, dass praktisch immer ein Ding hier drinne bleibt als Rezept, dass er weiß, das muss ich mir nehmen, und alles andere fließt dann vorbei oder so. Weil das ist halt problematisch bei dem Ding, wenn man halt, klar, wenn man jetzt hier Blöcke macht, dafür ist es perfekt. Ne? Also, oder wenn man jetzt irgendwas baut, hier zum Beispiel Sticks zum Beispiel machen will, oder ne, was halt aus einem Element besteht, das ist alles schön gut. Ich habe, wie gesagt, ich verfolge Minecraft-YouTuber, Twitcher wie Spark of Phoenix oder Joker, also, und die haben ja, ne, das gebaut mit Überlauf, also dass halt aus verschiedenen Richtungen hier den Trichter ran macht, die verschiedenen Items, Sachen, die darin müssen, und machen das halt dann voll, ne, und machen das halt so, dass der immer nur dann einmal craftet, solange er voll ist. Und machen das halt mit dem Überlauf, das heißt, wenn ein Trichter leer ist, dann hört er auf zu kraften, und ja, ich weiß nicht. Das ist zwar eine Möglichkeit, aber es ist eine Verschwendung von Items, weil, ne, guck mal, wenn ich jetzt ein Rezept mache, wie zum Beispiel Repeater oder weiß ich was, ne? Ich weiß nicht. Ne, oder irgendwas anderes, was halt mehrere Dinger braucht, dann habe ich ein ganzes Stack voll Ding hier drin, und immer nur, wenn, ne, wenn es voll ist, macht er einmal Klick, und dann muss erst wieder voll laufen. Ich weiß nicht, also. Ich habe euch ja auch schon mal gezeigt, in der einen Welt eine Raketenfarm gebaut. Vielleicht müsste ich die auch nochmal in meine Testwelt bauen. Da habe ich immer eine Raketenfarm gebaut. Vollautomatische Raketenfarm sozusagen. Die ja auch nicht wirklich von mir, sondern die halt auch von anderen schon vorher gebaut wurde. Ne? Und ich habe das dann so gebaut, dass ich das messe, wie viel in dem Überlauftrichter drin ist, und wenn das halt, hier habe ich das eingestellt, ich glaube mal ein Stack oder ein halbes Stack oder so, oder ein Stack oder sowas ist, ich weiß das ja nicht genau, ne? Dann macht da weiter, und ansonsten, das halt nur ein bisschen im Überlauftrichter, aber dass der nicht immer ganz voll ist und so, ne, also. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also ich denke mal, das sollte erstmal gewesen sein für das Video. Ich habe jetzt hier noch eine Kiste angefangen. Ah ne, das ist ja Tuffziegel. Ja. Hier für Ziegel, Steinziegel, auch schon fast voll. Wie soll ich so viel Kies? Achso, ich habe da unten, da war ein bisschen Kies in der Innenwand. Da hier, tiefen Schiefer. Ja, hier habe ich mir so ein kleines Abfallentsorgungssystem gebaut. Ja, das ist einfach, da ist ein Lava-Block, und da unten, da ist ein Werfer, und hier unten hat die Technik, die hat immer, wenn da drin fällt, einmal Klick und schießt in die Lava da hinten rein. Und ich habe das so gebaut, dass man nicht außerdem einsammeln kann. Die Lava ist also irgendwo da, wo man sie nicht einsammeln kann. Hoffe ich jedenfalls, dass man das nicht einsammeln kann. Ich weiß es nicht. Das könnt ihr mal ausprobieren. Oder ich stelle mal hier hin. Ja. Dann legen wir mal ein Item rein. Ja, ich glaube, geht, oder? Ja. Weil das war so ein bisschen so ein Problem, wenn man sowas baut, dass man unter Umständen die Items wieder einmal, bevor sie in der Lava verbrannt sind. Weil doch einige Dinge habe ich ja schon so viel, dass ich was haben wollte, wo ich die mal loswerden kann. Und wie hat da hier ja keine Mods benutze, gibt ja. Ich habe ja auch die Mod, wo zum Beispiel so ein Mülleimer gibt und so weiter. Ne? Und
Ja, ein bisschen Diorit habe ich da, da wo ich diesen Gang gebaut habe. Da gab es eine Stelle mit Diorit halt, da habe ich jetzt ein bisschen Diorit immer auf der Hand. Ja, wie gesagt, ich habe ja. Diorit habe ich sogar schon zweimal ein bisschen gefarmt. Ja, ich habe jetzt halt viel Diorit gebraucht, ne, weil ich die Decken hier alles mit Diorit gemacht habe. Und ja, wie gesagt, hier werde ich mir noch einfallen lassen. Ne. Die Kiste ist ja fast leer, Mensch, ey. Und hier Taff habe ich auch. Und hier habe ich noch eine. Weiß nicht, habe ich die auf der Hand? Oder habe ich die leer gemacht? Ich glaube, die habe ich leer gemacht. Ne? Das war die. Ups, die, was hier drin ist, war eine ganze Schalkerkiste fast voll oder so. Ich habe hier wieder, wie ihr seht, hier auch alle mit Taft ausgelegt, mit Taftziegeln und da oben hoch. Da brauchen wir schon mal ein bisschen was. Aber Taft gibt es hier genug. Ja, dass man aus Taft jetzt auch ein anderes machen kann, finde ich auch ganz nett. Und. Ja, hier. Ja, der Repeater ist nicht unbedingt nötig, glaube ich. Aber das ist ganz wichtig, weil das funktioniert. Nur wenn der auf dieser Minus-Geschichte ist, funktioniert das mit dem, dass der das da macht. Solange da was drin ist, wenn da mehr als ein Item immer drin ist. Ne? Weil das musste ich immer unterbrechen. Der muss das immer unterbrechen und dann. Ja. Ja, hab ich die Rüstung schon? Ja, die hatte ich ja schon vollständig wieder hergestellt, die Rüstung. Haltbarkeit, Reparatur, ja, Schleichen wieder, ja. Das ist mir halt zu aufwendig das zu kriegen. Das Scheiß Schleichen. Würde ich gerne auch mal aufmachen, aber. Und Seelenflitzer genauso. Ja, ich habe jetzt drei Rüstungen. Ich habe ja noch die Anhabe, die habe ich mit Amethyst eingefärbt. Das ist dieselbe wie die hier, eine Turmrüstung. Und das hier ist die, das war eine der ersten, die wir hatten, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht, welche waren das. Ich glaube, das war die Augenrüstung. Müsste, glaube ich, die hier sein? Nee. Oder? Ah, nee, ist die Wachrüstung. Ja. Aber wir können hier mal einfach. Dünen, ach, die Dünenrüstung sind okay. Die Dünenrüstung. Ja, wenn hier die ist natürlich besonders cool. Auch noch die, glaube ich, ne? Ja. Schnelle Rüstung, ja, wie gesagt, das sind die wohl wirklich am allerseltensten und schwierigsten zu bekommen sind. Ich meine, ja gut, jetzt durch die drei Chambers, da braucht man etwas Glück für, aber wir hatten hier in den Trail-Ruinen da sind, ne? Ja, ich habe drei Stück gebraucht, um alle vier zu bekommen. Ja, mit dem Schiffswrack und der Wüste, naja, ne. Und hier ist halt, die im End ist auch relativ selten, habe ich gar nicht gedacht. Wie gesagt, damals, als ich das erstmal das ausgetestet habe, als es neu war, da waren die noch häufiger, glaube ich, gewesen.
Aber die sind jetzt anscheinend auch sehr, sehr selten geworden. Ich weiß gar nicht, was hatten die für eine Chance? Weiß ich, hatten die auch eine 10% Chance oder so? Weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal gucken. Und ja, und hier die ist, wenn man eine Bibliothek hat, hat man hundertprozentig ihn. Und ich glaube, in den meisten Strongholds wird eine Bibliothek drin sein. Ich weiß nicht, ob es auch einen Stronghold geben kann ohne, wahrscheinlich. Gibt ja die absonderlichsten Dinge. Ja, wenn ich Schiffswrack, naja, es ist halt Spiel und hier, ja, na gut. Ja, wenn man genug Tempel findet, hat man irgendwann eine. Ja, hatte ich die schon früher, aber ich habe wahrscheinlich die verloren, weil ich bei dem Ehen ertrunken bin, weil ich da, ja, ich habe das halt falsch gemacht damals. Aber man muss ja halt lernen, ne? Und ja, hier die ist natürlich auch ultra, entschuldigt, auch ultra selten, ne? In dieser Festung. Bei die, ja, geht. Ich glaube, die ist auch relativ sicher, dass man die in so einem Stronghold, in so einer Bastion findet, aber die, da brauchen wir auch schon ein relativ unwahrscheinliches Glück. Da brauchen wir halt eine gute, ich denke, wenn man eine gute Netherfestung hat, wo wirklich genug Truhen drin sind, hat man eine gute Chance. Ne? Aber wenn man so einen hat wie ich am Anfang hatte, wo halt nur glaub, zwei Truhen drin waren, ne, da hat man natürlich den Arsch offen, aber auf Deutsch ist das ja die Dschungelding. Wenn man einen Dschungeltempel findet, ist es auch sehr, relativ wahrscheinlich, dass da einen drin ist. Ne, also. Und wie gesagt, wo war denn die mit der. War denn die hier? Ja, genau, die Plagegeister, ja, man muss halt eine Menschen finden. Ne? Und da hat man, wie gesagt, die hat 50% Wahrscheinlichkeit. Und wir hatten zwei Truhen in unserem Menschen drin. Und in einer war halt eine drin, also hat die Wahrscheinlichkeit ist exakt gestimmt. Wenn man halt Pech hat und wirklich nur eine Truhe hat, also mit Loot, ne? Truhe mit Loot. Es gibt ja auch diese Lagerräume mit ganz, ganz vielen Truhen, wo ich auch sehr viele Truhen geholt habe, die ich aber zum großen Teil schon wieder verballert habe, weil ich halt ja die ganzen Trichter für meinen Ofen selber gebaut habe. Dann hat man halt ein bisschen Pech. Ja, ein paar Sparteln hier noch drin. 16 Banner. Ja, wie gesagt, Banner kann man farmen an so einem Outpost. Die könnte ich farmen, wie ich will. Also, das ist jetzt auch eigentlich nicht mehr besonders. Hier sind noch ein paar Dinger drin. Ja, hier, ja, sechs Totems haben wir jetzt. Drei Stück haben wir. Also aus jeder Etage gab es anscheinend einen so einen Magier. Ja, ich könnte einfach mal einen Raid auslösen, dann kriegt man auch mal eins. Aber hier haben wir sechs Stück, sind erstmal auch gut. Ja, 32 so eine Dinger habe ich noch in 23 Netherite-Dinger habe ich inzwischen wieder. Ja, hier ist tiefenschiefer Steinkohle. Aber noch, gehört zu den seltensten Erzen, aber noch seltener ist, glaube ich, tiefenschiefer Smaragderz. Das ist, glaube ich, noch viel seltener. Ja, hier die aus der Dings, ne, aus der End-City, ne, aus der Asian City. Verzauberten Apfel haben wir sogar. Auch ein relativ seltenes Item. Obwohl in den Asian Cities sind die ja, glaube ich, nicht ganz so selten, aber wohl auch seltener, weil ich habe, glaube ich, auch nur einen gefunden, die habe ich nur aus Versehen gegessen, glaube ich, oder so. Erstmal Akte und ja, hier noch ein paar von diesen Dingern und Drachenkopf und so. Ja, wilde Rüstung. Ja, Diamanten habe ich auch noch ein paar. Hier vier Litren noch und die fünfte ist wie gesagt in meiner Dingskiste drin. Wenn ich die mal einsetzen will. Ja, meine Freunde, ich denke mal, das sollte für heute gewesen sein. Das soll ja auch nicht so lang sein, der Part. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Es ist schon wieder Nacht. Mal gucken, was wir denn so machen. Ja, ich habe noch nicht so richtige Pläne, wie es weitergeht. Also ciao und auf Wiedersehen. Fallen.